Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Ich bin lange Jahre auf dieser Welt herumgerannt und habe nach einem persönlichen Frieden gesucht. Irgendetwas in dieser Welt musste mir Frieden geben. Entweder der Urlaub oder eine neue Beziehung oder ein neuer Job, eine neue Wohnung, eine neue Umgebung, neue Freunde, manchmal ein neues Auto oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Es musste immer der persönliche Frieden, der musste hergestellt werden. Das persönliche Glück, das war das Wichtigste. Die persönlichen Freuden und Belange, die mussten gestillt werden. Auf Weltreisen, auf Abenteuerreisen, auf Dschungelreisen und all diese Dinge. Aber ich fand den Frieden nicht. Es war nicht möglich. Egal wie sehr ich mich anstrengte, der persönliche Frieden schien weit, weit weg zu sein. Und ich war auf der ständigen intensiven Suche danach. Nichts schien mir hierbei zu gelingen. Zum Glück nicht. Denn heute weiß ich, dass es sich nicht um den persönlichen Frieden dreht. Es dreht sich nicht um die persönlichen Freuden oder das Glück oder die persönliche Liebe. Das sind alles Hirngespinste, die irgendwann abgelegt werden müssen, weil sie nicht den Zweck erfüllen, wonach wir wirklich suchen. Das Egos Devise, suche, aber finde nicht, hat bei mir wunderbar funktioniert. Und ich vermute bei dir auch. Und heute wollen wir finden. Heute, wenn wir uns in Verbindung des Heiligen Geistes begeben, werden wir finden. Und dann wird die Türe, dann haben wir einen Schlüssel in der Hand. Und sobald wir diesen Schlüssel in die Türe stecken, ist sie geöffnet. Wir brauchen nicht mal mehr den Schlüssel zu drehen. Dieser Mechanismus bleibt uns erspart. Wir brauchen nur den Schlüssel in die offene Türe zu stecken. Und es wird sich eine neue Welt öffnen. Die Welt Gottes, in dem aller Frieden ist, nach dem wir suchen. Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Suche nicht weiter. Du wirst keinen Frieden finden außer dem Frieden Gottes. Nimm diese Tatsache an und erspare dir die Seelenqual weiterer bitterer Enttäuschungen, nackter Verzweiflung und das Gefühl von eisiger Hoffnungslosigkeit und Zweifel. Suche nicht weiter. Es gibt nichts anderes für dich zu finden, außer dem Frieden Gottes. Es sei denn, du suchtest nach Elend und nach Schmerz. Und ich wusste lange Zeit nicht, dass ich nach Elend und nach Schmerz gesucht habe. Aber ständig ist er mir begegnet. Egal an welchen schönen Plätzen dieser Erde ich war, egal welche schöne Strände, Pyramiden oder Maya-Tempel sich aufgesucht habe, egal in welchen buddhistischen Tempeln ich mich befunden habe, Schmerz und Elend hat mich immer wieder begleitet. Es war in meinem Rucksack. Aber ich wusste es nicht. Ich dachte, ich bin frei.
weil mein Rucksack so leicht ist, weil ich alles hinter mir gelassen habe, weil mein ganzer Wert, den ich noch hatte, war in einem Rucksack drin. Ein paar Klamotten, ein bisschen Geld, keine Wohnung mehr, alles hinter mir gelassen und dennoch hatte ich Leid und Schmerz dabei. Ich konnte mich entscheiden, wohin ich wollte. Niemand war da und konnte mir sagen, hey, da gehen wir nicht hin. Ich konnte mich für dieses entscheiden und für jenes. Ich konnte mich entscheiden, auf dem Ozean zu sein oder an Land, in den Bergen, im Himalaya oder in der Wüste, in der Sahara. Es spielte keine Rolle. Schmerz und Elend waren mit dabei. Und ich habe nicht bemerkt, dass ich davon fliehen wollte. Ich wollte davor flüchten. Und die Flucht gelingt natürlich nicht. Es bedeutet, innezuhalten und zu bemerken, egal wo ich auf dieser Welt bin, meine Idee von Schuld, von Leid und Schmerz schleppe ich überall mit. Und durch dieses Innehalten beginnt ein innerer Stopp. Und du kannst endlich an den Punkt gelangen, wo du sagst, halt. Ich will die Welt von meinen Fehlern befreien. Ich will die Welt von meinen Überzeugungen befreien. Ich will die Welt von meinen Anschuldigungen über sie befreien. Und wenn ich das tue, dann habe ich einen wirklichen Schritt getan in den Frieden, in die Freiheit und in die Freude, die von nichts bedroht werden kann. Und so wollen wir heute gemeinsam innehalten. Und den Schlüssel in die Hand nehmen, der uns gegeben wurde, gemeinsam über die Brücke gehen, über die Brücke des Friedens. Und am Anfang scheint es noch ein bisschen ungewohnt zu sein, ein bisschen seltsam, ein bisschen schwer oder die Angst davor, es kommen so viele Dinge hoch, die du nicht beeinflussen kannst. Es kommt so viel Schmerz hoch und so viele Fehler, die du in der Welt ausgesät hast, musst du wieder hereinholen. Das tut alles das Ewige in dir. Das tut alles der göttliche Geist in dir. Deine Aufgabe ist es nur zu verstehen. Es sind nicht die Fehler der anderen, die du in der Welt siehst. Es sind deine Samen, die du ausgestreut hast. Und natürlich musst du die Ernte wieder erfahren. Und natürlich musst du das, was du gesät hast, wieder erfahren. Aber da es nur Illusionen sind, die du wirklich gemacht hast, ist es ein leichtes für den alles ordnenden Geist, dieses wieder in die Ordnung zurückzuführen, deinen Geisteszustand wieder zu berichtigen, sodass du Ordnung siehst, kosmische Ordnung. Und das bedeutet, du wirst erkennen, dass du im Frieden bist, schon immer. Stelle dir nur mal jetzt, genau jetzt vor, allumfassender Frieden umgibt mich.
sobald du dir erlaubst, diese Worte zu denken und sie auch zu meinen, kannst du wahrnehmen, dass dich jetzt allumfassender Frieden begibt. Und es spielt keine Rolle, wohin du gehst oder welche Ziele oder Pläne du hast. Bleibe in diesem Gewahrsein, sodass du den allumfassenden Frieden in alles hineinbringen kannst, wo du bist. Dass du allumfassenden Frieden zu allen Orten bringen kannst, zu denen du gehst und allen Menschen, denen du begegnest. Bleib in diesem Gewahrsein. Der Frieden Gottes umhüllt mich jetzt. Und du wirst sehen, dass sich die Welt vor deinen Augen wandelt, weil du nicht mehr deine Fehler wirklich machen willst, sondern das hervorbringen willst, was dich befreit. Lass uns über diese Brücke gehen, über die Brücke des Friedens, hin zu Gott, in das ewige Licht, in die Quelle allen Seins. Und du wirst sehen, dass dich nichts mehr beschwert, dass dich nichts mehr betrübt. Dein Geist frei, dein Herz leicht und dein Gemüt ohne Sorgen ist. Du schaust sicher in die Zukunft, weil du in der Gegenwart frei bist, weil du gegenwärtig weil du dich gegenwärtig geliebt annimmst. Und wer in der Gegenwart die Liebe Gottes erfährt, muss sich um nichts mehr Sorgen machen. Weil die persönlichen Ideen keinen Einfluss mehr auf deinen Geist haben. Lass heute deinen Geist erkennen, dass es der Frieden Gottes ist, den du suchst und du nur durch den Frieden Gottes Frieden erfahren wirst. Dies ist der Schlusspunkt, zu dem ein jeder schließlich kommen muss, um alle Hoffnung wegzulegen, das Glück dort zu finden, wo keines ist. Durch das erlöst zu werden, was nur verletzen kann, aus Chaos, Frieden, aus Schmerz, Freude und aus der Hölle den Himmel zu machen. Versuche nicht mehr durch Verlust zu gewinnen, noch zu sterben, um zu leben. Du kannst dabei nur um Niederlagen bitten. Versuche nicht mehr durch Verlust zu gewinnen, noch zu sterben, um zu leben. Schau mal, wenn du auf der Formebene nach irgendeinem Frieden strebst, das ist Verlust. Du verlierst immer, weil du genau weißt, dass sich die Formebene immer verändern wird. Und versuche nicht mehr, dort etwas zu gewinnen. Du wirst nur weiteren Verlust erfahren. Verändere deinen Geisteszustand. Besser ausgedrückt, lasse deinen Geisteszustand verändern, indem du heute gewahr bist, dass du umgeben bist vom Frieden Gottes. Und doch kannst du genauso leicht
um Liebe, Glück und ewiges Leben bitten, in einem Frieden, der kein Ende hat. Bitte um dies und du kannst nur gewinnen. Um das zu bitten, was du bereits hast, muss gelingen. Um das zu bitten, was du bereits hast, muss gelingen. Zu bitten, dass das, was falsch ist, wahr sein soll, kann nur misslingen. Vergib dir deine müßigen Einbildungen und suche nicht länger, was du nicht finden kannst. Was könnte denn törichter sein, als die Hölle zu suchen und noch einmal zu suchen, wenn du nur mit offenen Augen zu schauen brauchst, um festzustellen, dass der Himmel vor dir liegt, hinter einer Tür, die sich leicht öffnet und dich willkommen heißt. Komm heim. Du hast dein Glück an fremden Orten und in fremden Formen, die keinerlei Bedeutung für dich haben, nicht gefunden, obschon du sie bedeutungsvoll zu machen suchtest. Es ist nicht diese Welt, wo du hingehörst. Du bist ein Fremder hier. Doch ist es dir gegeben, die Mittel zu finden, wodurch die Welt nicht länger mehr ein Kerkerhaus oder ein Gefängnis für irgendjemanden zu sein scheint. Freiheit ist dir gegeben, wo du nichts als Ketten und eiserne Türen sahst. Doch musst du dein Denken ändern über den Sinn und Zweck der Welt, wenn du Entrinnen finden willst. Du wirst so lange gebunden sein, bis du die ganze Welt gesegnet siehst und bis ein jeder von deinen Fehlern befreit worden ist und so geehrt wird, wie er ist. Du hast ihn nicht gemacht und dich genauso wenig. Und indem du den einen befreist, wird der andere so angenommen, wie er ist. Freiheit ist dir gegeben, wo du nichts als Ketten und eiserne Türen sahst. Segne heute diese Welt. Gib ihr deinen Segen. Du brauchst nicht mehr dort nach etwas zu suchen, wo du nichts finden kannst. Befreie heute die Welt von deinen Fehlern, von deinen uralten Überzeugungen und erkenne, dass sie nicht wahr sind. Das, was in dir ist, musst du finden, wenn du danach suchst. Finde in deinem Geist die Freiheit, den Frieden und das Glück. Sei heute gewiss, dass es dir gelingen wird. Sage nicht, ach ja, irgendwann wird das mal sein, sondern sei gewiss, dass es dir gelingen wird. Komm nach Hause. Du hast bisher das Glück an fremden Orten gesucht. Das muss nicht mehr sein. Du kannst dieses beenden. Lass diese Welt zurück. Sie hat dir nichts zu bieten. Sie kann dir nicht geben, wonach du suchtest. Es war einfach nur ein Denkfehler. Sei nicht mehr wahrnehmungsgestört, sondern schau offenen Auges in diese Welt und wisse oder werde vernünftig. Lass dich berichtigen. Lass deinen Geisteszustand berichtigen. Und der Frieden Gottes wird dein sein.
Und wiederhole heute oft die folgenden Worte. Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Und ich bin froh und dankbar, dass es so ist. Sei heute froh und dankbar, dass du dich getäuscht hast. Sei froh und dankbar, dass du den Frieden Gottes, dass du nichts willst und dass es nichts gibt außer dem Frieden Gottes. Es liegt in dir, all das, was du brauchst. Und ich merke gerade, ich habe so einen kleinen, alternden Hund, der schon ziemlich alt ist und morgens immer wieder durch seine Nebengeräusche diese Session beflügelt, durch seinen etwas schon beschwerlichen Atem. Auch auf ihm, eine alte Begleiterin, auch auf ihr liegt der Frieden Gottes. Danke für dein Lauschen. Danke, dass du da bist. Danke für den Frieden, den du heute der Welt gibst. Danke für den Segen, den du heute ausdehnst. Danke für das Licht, das du bist.